rauf hier. Und raus. Dann würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier durch. Oh, na super. Ich versuche jetzt hier möglichst kampffrei durchzukommen. Was ja nicht so einfach ist. Ach, da ist ein Pokéball. Superball. Ja, den können wir brauchen. Ist gar nicht so einfach, hier kampffrei durchzukommen. Wirklich. Oh, so viel zum Thema. Ah, Retaron. Könnten wir eigentlich mal unser Dick da... Ach, das ist ja schon Level 20. Cool. Dann nehmen wir nochmal das Mauzi. Ich hoffe, das kühlt jetzt nicht gleich unser Mauzi weg, das Rettern da oben. Kratzerbiss. Haben wir noch Biss rein. Na super. Oh, aua. Das hat wehgetan. Aua, lass mich in Ruhe mit deinem Giftstachel. Ja, super, jetzt sind wir vergiftet. Na, okay. Ah, komm, das schaffst du noch, das Rettern. Ach komm, bitte, das schaffst du noch, oder? Ah, läuft. Wenigstens noch die EP aufgestaubt. Auch wenn es nur 62 sind. Bäh. Ja, ich weiß, dass jetzt das Ding kommt. Was ist jetzt bei euch los hier? Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. Aha. Mauzi wurde besiegt, ja, das haben wir auch festgestellt. Aha, aha. Wo ist denn das jetzt? Wer bist denn du? Nein, ich hab kein irgendwas Nidoro irgendwas. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent, die treiben sich auch überall rum. Aha. Nein, ich habe keine 30 Pokémon. Müssen wir uns merken. Aha, da schläft ein riesiges Pokémon. Naja. Okay, dann schauen wir mal hier raus. Wo wir jetzt überhaupt sind. Sekunde. Ich muss mich mal kurz umsehen. Ach, hier sind wir. Okay. Oh, ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Na super. Also müssen wir irgendwie durch den Felstunnel. Und wo kommen wir da rein? Das ist jetzt natürlich der Question of the Day, wie wir in den Felstunnel kommen. X-Abwehr. Der vielleicht hier oben? Nö. Hallo? Hier oben? Nee. Wo ist denn dann der Felstunnel? Der besagte. Hier ist der Diktas Höhle. Und wo ist dann dieser Felstunnel? Dieser ominöse. Aber wie stimmt, wir können ja jetzt durch die in die Arena. Aber vorher möchte ich natürlich noch ins Pokécenter. Was das jetzt wieder ziemlich sinnlos gemacht hat, dass ich das freigeschalten habe. Gerade aber naja. Ihr kennt das ja. Verpeiltheit vor drin. Dann können wir es nämlich mal mit dem Arena-Leiter hier aufnehmen. Vielleicht wird es ja was. Ich bezweifle es noch, aber vielleicht. So, dann mal ab. Mal kurz das Fahrrad wieder schnappen und ab nach unten. Ja, habe ich ja gesagt. Es war jetzt sehr sinnvoll, dass ich das zerschnitten habe, weil ich es jetzt wieder machen muss. Schade, dass die Pflanzen nicht zerschnitten bleiben, sondern gleich wieder nachwachsen. Aber naja. Schauen wir doch mal. Wer bist du? Warte, du Champion in Spee. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den blitzschnellen Arena-Leiter. Experte für Elektro-Pokémon. Also Flug und Wasser können wir nicht benutzen.
Ich muss ein Rätsel lösen, aha. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ah, und ein Gegner. Ist es eigentlich eine Ironie, dass hier in einem Wasser, in einer Wasserstadt, ein Typ mit Elektro-Pokémon kämpft? Oder gehört sich das so? Ja, Pikachu gegen Pikachu, na wunderbar. Ah ja, na scheiße. Ah. Ach so, ich hab Slam. Der gegnerische Slam ging daneben, ja, das ist ja toll. Noch ein Pikachu. Nochmal das gleiche. Na super. Aua. Und nochmal Slam. Was bringt dir das jetzt? Fluchtwert vom Pikachu steigt. Aha. Das bringt dir ganz viel, mein Freund. Und wir sind Level 24. Hey. Freue ich mich. Und ich fürchte, bevor wir zum Oberboss hier kommen, müssen wir unsere Pokémon eh nochmal heilen. Aber erstmal suche ich hier natürlich die ganzen Dinger hier durch. Mal schauen, ob da noch was rauskommt dabei. Hier ist noch ein alter Mann. Das wird scheinbar das Rätsel sein, was wir lösen müssen. Hier ist ein Hebel versteckt. Aha. Ach so. Was? Ah, Alter. So war's nie. Zufallsgeneriert auch noch, oder was? Schienfarbige Lichter blinken. Oh. Major Bob war mein Ausbilder. Naja, okay. Gentleman Claudio, aha. Wieder ein Pikachu. Mein Freund, ich habe ein bisschen mehr Pokémon als du. Warum haben die eigentlich alle männliche Pikachu und ich ein weibliches? Komisch. Mein Freund, dein Doppelteam bringt dir nichts. Aber meins ist paralysiert, das bringt jetzt die bringt jetzt mir auch nichts. Na scheiße. Ah, und weg ist es. Du hast verkackt, mein Freund. Und ich merke schon, es gibt ein Ha. So. Noch die letzten Gegner hier besiegen und dann kurz die Pokémon heilen lassen und dann irgendwie das Rätsel lösen. Ein Voltoball. Wie war das jetzt nochmal mit dem Besiegen von dem? Ich kann es einmal nochmal mit Slam probieren. Oh. Nicht sehr effektiv. Ja, Elektro gegen Elektro ist sehr effektiv. Muss man euch schon lassen. Okay, mit Slam geht's auch ganz gut gegen Voltoball. Sieht aus wie ein Pokéball mit Augen. Magnetilo. Nee, wechseln wir nicht. Unser Slam ist da ja recht effektiv. Donnerschock. Okay, das könnte jetzt fast unser Ende bedeuten. Naja, okay, das war's. Scheiße. Dann haben wir jetzt also ein Pikachu weniger. Also unser Pikachu weniger. Dann nehmen wir halt Glutexo. Probieren wir mal Metall, glaube ich. Okay, das ist scheiße.